Der Trierische Volksfreund suchte in den vergangenen Monaten in 8 Veranstaltungen im Kreis Bernkastel-Wittlich das Gespräch mit Vereinsvertretern. Mit rund 200 von ihnen war man von Manderscheid bis Moorbach ins Gespräch gekommen. Aus der Sicht von TV-Reporterchef Lars Ross hat sich das gelohnt. Wir sind jetzt seit Oktober im gesamten Kreis Bernkastel-Wittlich unterwegs, haben insgesamt rund 200 Vereinsvertreter getroffen und mit ihnen über Vereinsarbeit und Pressearbeit diskutiert. Die wichtigsten Erkenntnisse sind eigentlich Bestätigung. Was sich bestätigt hat, ist, dass die Vereine wichtige Einrichtungen sind, dass die Vereine das Leben in den Dörfern garantieren und dass es deshalb wichtig ist, sie immer weiter zu motivieren, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist uns gelungen. Beim Treffen in Thalfang diskutierten Lars Ross und der stellvertretende Chefredakteur Damian Schwickerath angeregt mit den Gästen. Diese hatten, wie Heinz Thiel von der Sängergemeinschaft Bäsch, ganz konkrete Anliegen. Ich habe deswegen Interesse gezeigt, weil der Bäscher Gesangverein 1884 am 12. bis 14. Juni sein 125-jähriges Jubiläum feiert. Oder sie suchten ganz allgemein das Gespräch mit den Zeitungsleuten, wie Andreas Schmidt von den Sportfreunden Thalfang. Also erstmal muss ich sagen, dass ich sehr erfreut war darüber, dass ich eingeladen wurde vom Trierischen Volksfreund. Und der Hauptgrund für mich war, dass ich als erster Vorsitzender auch hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand, im Verein verantwortlich bin. Und die Chance, mit einer Zeitung zu sprechen, die eine Auflage von über 100.000 Stück hat, ist natürlich sehr gut. Und diese Chance wollte ich heute Abend hier in Thalfang nutzen. Als Gedächtnisstütze erhielten die Ehrenamtler eine Broschüre, das die wichtigsten Informationen für Pressearbeit von Vereinen enthält.